Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession hier bei Minecraft Fallout Galaxy. Und ich habe mich tatsächlich minimal schlau gemacht. Ich habe mich mal offscreen hier ein bisschen durchgeblättert, was es denn hier alles so für Sachen gibt. Und da bin ich unter anderem... Moment. Genau. Hierbei stehen geblieben an der NASA Workbench. Und ich habe so das Gefühl, dass wir diese NASA Workbench auf jeden Fall brauchen werden, wenn wir diesen gottverdammten Planeten irgendwie mal verlassen möchten. Dazu brauchen wir auf jeden Fall die NASA Workbench, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, definitiv, wenn ich mir hier diese Baupläne, sage ich mal, so angucke. Um diese NASA Workbench bauen zu können, brauchen wir aber diverse Sachen. Zum Beispiel diese Stahlplatten. Oder diese Advanced Wafer-Dinger hier. Ja, die Problematik bei der Sache ist, um diese Stahlplatten bauen zu können, brauchen wir so etwas wie einen... Warte mal, hieß das nicht einfach nur Kompressor oder so? Moment, ich gebe das mal gerade hier ein. Genau, ich glaube, das Ding brauchen wir. Wir brauchen, glaube ich, diesen Kompressor, damit wir sowas wie Stahlplatten herstellen können. Allerdings sieht man auch hier schon einen kleinen Haken. Wir brauchen diese runden Dinger hier. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich so genau sein soll. Und die machen wir in einen Fabricator. So, die Sache bei den Fabricator wiederum, ich klicke ihn mal gerade an, diesen hier brauchen wir, glaube ich. Für einen Fabricator brauchen wir zum Beispiel diese Aluminium-Wires. Die stelle ich her, indem ich Aluminium und Wolle benutze. Ich weiß, dass ich, glaube ich, in der letzten Aufnahmesession dreimal Wolle mitgebracht habe. Dass ich in der letzten Aufnahmesession dreimal Wolle mitgebracht habe. Ich gucke gerade nochmal nach. Genau. Das heißt, ich würde jetzt sehr, sehr gerne kurz mal an die Oberfläche gehen. Leute, wo, was? Okay. Alter, ich habe gerade den übelsten Mega-Lag. Okay, ich will... Alter, ich hatte gerade schon wieder einen Mega-Lag. Alter, was ist denn hier los? Spiel? Könntest du bitte aufhören zu laggen? Das wäre wirklich sehr von Vorteil. Moment. Laufe ich hier gerade noch richtig? Was sind das hier gerade für Mini-Lags? Moment, hier war... Ach nee, Moment, ich musste hier lang, ne? So, ich würde mir nämlich gerne gerade mal kurz ein bisschen Wolle holen. Diese Lags nerven gerade ziemlich. Alter! Okay, diese Lags gehen mir megamäßig auf die Eier. So. Moment, ich muss mal reconnecten, diese Lags, die... können so gar nicht angehen. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich logge mich gerade noch mal aus. So. Tü, 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 tü. Hey, was ist denn jetzt los? Warte, wieso ruckelt das Ding denn jetzt gerade so? Also irgendwas stimmt hier doch gerade nicht. So kann ich doch nicht spielen. Das ist ja noch schlimmer als vorher. Sekunde mal. So, da bin ich wieder zurück. Ich glaube, es gab gerade irgendwie eine Art Dateifehler. Ich habe nochmal den Technik-Launcher komplett beendet und er hat sich auch dann irgendwie einige Sachen nochmal neu runtergeladen. Mein Spielstand ist zum Glück noch da. Aber ich bin wieder hier drin gespawnt. Ich stand ja eben noch hier draußen vor der Tür. Scheinbar wurde ich ein bisschen zurückgesetzt.
Der Grafikfehler hier beim Backpack, der ist komischerweise immer noch da. Den hatte ich ja eben gerade. Und ich habe irgendwie auf einmal ein bisschen Hunger. Ja, gut. Und ich glaube, an der Tageszeit hat sich auch ein bisschen was verändert. Genau, es ist Nacht. Okay, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Also, mein Ziel sollte natürlich unter anderem die NASA Workbench sein. Gehe ich mal ziemlich stark von aus. Dafür brauchen wir einen Kompressor, der uns sowas wie Stahlplatten liefert. Allerdings brauchen wir dafür erst so eine Art Fabricator, der uns irgendwelche komischen, nützlichen Sachen macht. Ja, ich glaube, den Fabricator, den könnte ich theoretisch in dieser Aufnahmesession schon bauen. Allerdings brauche ich dafür noch ein bisschen Wolle. Wir haben ja nebenan so eine Dorfruine und da war Wolle. Ja, theoretisch würde ich es natürlich holen gehen, aber es ist gerade Nacht. Prinzipiell ist es natürlich scheißegal, ob Nacht oder Tag ist. Die Erde ist hier sowas von zerstört, verseucht und kaputt, dass da oben sowieso immer Monster sind. Nur ich sehe da oben gerade ziemlich viele Skelette. Das ist natürlich ein bisschen ungeil. Ich würde mal sagen, ich begebe mich gerade noch mal ein bisschen nach unten. So. Autsch, 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 autsch. Genau, dann begebe ich mich gerade noch mal ein bisschen nach unten und farme. Und dann werde ich, ich höre hier Lava, okay. Und dann werde ich gleich mal ein bisschen Wolle holen gehen. So, Moment, wieso benutze ich die Eisenspitzhacke? Ich habe hier nur noch eine Steinspitzhacke. So, was ist das hier? Badwalk. Ich bin schon ganz unten. Okay. Ich bin schon ganz unten. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Okay, dann werde ich hier mal ein bisschen anfangen zu meinen, ungefähr auf dieser Höhe. Hier sehe ich doch schon Redstone, das brauchen wir auch. Das habe ich eben in den Bauplänen gesehen. Ich weiß leider immer noch nicht, was ich mit diesen komischen Fossilien machen kann. Aber ich denke mal, das werde ich auch noch herausfinden. So, was haben wir hier? Was? Yellowreed-Ohr? Was ist das denn? Okay, Yellowreed-Ohr. Kann ich abbauen. Das ist gut. Das ist wiederum Bedrock. Okay, Yellowreed-Ohr nehme ich mal mit. Was haben wir hier noch? Silber ein bisschen, natürlich. Das wäre jetzt, glaube ich, schon wieder was anderes. So. Hallo? Ich würde gerne... Ja, wieso... Okay, ich hing hier gerade irgendwie fest. So, hier haben wir noch ein bisschen Silber. Nochmal Silber. Meine Güte. So. Dann machen wir hier mal gerade wieder ein bisschen zu. So, so, so. Prinzipiell ist es natürlich scheißegal, zu welcher Tageszeit ich hochgehe. Ich bevorzuge aber doch ein bisschen den Tag. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. So, hier haben wir noch gute Redstone. Den nehme ich natürlich auch mit. So, was haben wir hier? Tridium-Ohr, ach du heilige Scheiße. Was? Permafrost.
Auch irgendwas Fossilmäßiges. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Das ist alles viel zu umfangreich für mich. Kann ich Permafrost abbauen? Was? Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Ich habe einen Schädel aufgesammelt. In diesem Permafrost war ein Schädel drin. Okay. Warum nicht? Ein Schädel, ja, kann man ja mal machen. Wieso habe ich eigentlich gar keine Musik hier? Trinium Ohr, kann ich das... Das sieht nicht richtig aus. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Brauche ich dafür vielleicht eine Diamantspitzhacke? Ist das selten? Hier ist nochmal Trinium-Ohr. Soll ich mal versuchen, ein Ding abzubauen? Ich meine, ne, probieren geht über studieren. Kennt man ja. Hier ist noch mehr Trinium-Ohr. Komm, ich versuche das eine Ding mal abzubauen. Okay, das hat nicht funktioniert. Okay, wir brauchen für Trinium-Ohr also irgendetwas anderes. Das ist ja großartig, es ist ja formidabel. Okay, ich kann Trinium-Ohr, was immer es ist, nicht mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Okay, das heißt, wir brauchen Diamanten. Wir brauchen tatsächlich Diamanten, und zwar jetzt schon. Das Problem ist natürlich, hier ist schon wieder Aluminium, da es hier natürlich so extrem viele Erze gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Diamanten treffen, glaube ich, relativ gering. So. Hier mal noch ein bisschen mehr Aluminium. So. Hier hatten wir nichts mehr, da mache ich das mal wieder dicht. Volcanic Rock. Das kennen wir ja schon. Das gute alte Volcanic Rock. Ach du Scheiße, hier ist ja richtig viel Volcanic Rock. Ist ja auch Volcanic Rock? Nee, aber hier ist Lidohr und ich höre Lava. Das ist natürlich sensationell. So, bauen wir den guten Kram mal ab. Vulkangestein kann man mal mitnehmen. So. Das ist ganz schön viel und darum sehe ich wieder Whetstone. Alter, ohne Spaß, hier kann man sich ja tot meinen in dem Spiel. Okay, hier haben wir auch noch Gold. Mann, 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 ey. Ach, da oben ist ja auch noch was. Okay, hier war nichts mehr. Das mache ich schon mal wieder zu. So, das ist wieder Aluminium. Oh, Diamant, sehr gut.
Die Lava kommt näher, das gefällt mir nicht. So, ein bisschen Redstone, ein bisschen Gold. Nehme ich natürlich alles sehr gerne mit. Ach, hier war auch noch was, meine Güte. Also irgendwie. Was haben wir hier denn? Silikon. Ach du heilige Scheiße. Hört das hier auch mal irgendwie auf? Also, ich weiß ja nicht. Okay. Ich muss hier dringend mal zubauen. Das wird mir ja alles gerade ein bisschen zu viel. So. Da oben hatten wir noch was. Ach du heilige Scheiße. Gut. Was haben wir hier? Noch ein bisschen Aluminium. Das ist natürlich noch mehr Aluminium. Wie könnte es auch anders sein? Haben wir noch Redstone? Haben wir noch Vulkangestein? Das kann ich mir natürlich auch nicht hingehen lassen. Ach du heilige Scheiße. Oh Mann. Okay. Hier war der Diamant, da war das Vulkangestein. Hier höre ich Lava. Da soll ich aufpassen. So. Tü. So. Meine Spitzhacke macht gleich einen Abgang. Okay. Ach du heilige Scheiße. Ich sehe schon, dieses Modpack wird mich ganz schön herausfordern. Habe ich so das Gefühl. So, habe ich das jetzt erstmal fertig. Die Ecke hier. So. Dann nehme ich mir gerade die Steinspitzhacke. Handelt es sich hier wirklich nur um einen einzigen Diamanten? Das ist natürlich ein bisschen wenig. Es scheint echt ein einziger Diamant nur zu sein. Und natürlich habe ich, doch, ich habe tatsächlich ein bisschen Holz mit. Das ist sehr gut. So, du kommst mal gerade hier hin. So. Ich höre wieder Lava. Ich höre ein brennendes Skelett. Wieso höre ich ein brennendes Skelett? Meine einzige Nahrung ist übrigens mittlerweile Zombiefleisch. Das finde ich sehr gut. Noch mehr Diamanten. Sehr gut. Okay. Wir legen Stück für Stück immer mehr Diamanten frei. Das gefällt mir.
Das Problem ist echt nur, dass ich hier ganz in der Nähe von Lava buddel. Okay, wir legen hier Stück für Stück alles frei. Wir machen das ganz safe. Da geht es sogar noch weiter. Okay. Das könnte interessant werden. Ich würde sagen, ich gehe erstmal zurück. Wir benötigen eine neue Eisenspitzhacke. Ich glaube, wenn ich hier irgendwie mal Treppen reinbauen sollte, mache ich das, glaube ich, einfach offscreen. Das wäre, glaube ich, die einfache Variante. Und es ist Tag. Und wieso sehe ich da ganz viele Fragezeichen auf der Map? Das gefällt mir nicht. So, was haben wir denn hier alles mitgebracht? Ach du heilige Scheiße. Goldohr. Vulkangestein. Silber. Lead haben wir hier noch. Hier haben wir noch Redstone. Den packe ich mal hier so zwischen. Oh, Silikon, okay, das packe ich mal hier hin. Den Schädel, den packe ich mal hier hin. Das kommt hier auch noch mit rein. Meine Güte. Ja, Aluminium natürlich nicht zu vergessen. Davon brauchen wir ziemlich viel, habe ich gesehen. Okay. Haben wir noch Eisen? Nicht mehr besonders viel. So, was ist denn hier schon wieder los? Es ist gerade Tag, sollte ich rausgehen? Was sehe ich denn da für komische Symbole? Eine Hexe. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal unten um unser Problem. So. Ich hätte nämlich sehr gerne recht schnell eine Diamantspitzhacke. So, wo war denn nochmal die Stelle, wo wir das eine Material nicht abbauen konnten? Ah, genau, hier, das Zeug. Dafür brauchen wir doch bestimmt die Diamantspitzhacke. So, das Problem ist nur, wir haben hier so ein leichtes Höhlendesaster. Okay, wir bauen erstmal das hier ab. So, das sind schon mal drei Stück. Zwei Stück meine ich, jetzt sind es drei Stück. Ist da auch ein Loch? Ja, da ist kein Loch. So. Ja, stöhnt ihr mal nur rum hier. So, Diamantspitzhacke, wie mache ich das hier jetzt? Das ist natürlich jetzt die Frage.
Ist darüber direkt das Loch? Ich glaube, ich versuche mich erstmal an dem anderen Zeug hier. Ah, jetzt bin ich aber gespannt. Ah. Was haben wir da denn jetzt bekommen? Trinium. Okay, 3 Stück. Besser als nichts. Es hätten 4 sein können, aber naja. Machst du nix. So. Die Ecke hier mache ich, glaube ich, einfach wieder komplett zu. Okay. Entfernt. Wie mache ich das denn jetzt am schlauesten? Ach, ja, super. Da oben geht es gar nicht erst weiter. Das ist natürlich sensationell. Gut, dann lassen wir die Kollegen da oben mal rumstöhnen. Ich bräuchte echt mehr Eisen. Okay. Wir haben Le Diamant Spitzhacke. Wenn es da oben irgendwo Lava gibt. Und hier ist natürlich auch irgendwo Lava. Dann könnten wir natürlich auch mal den Nether anpeilen. Mal gucken, wie der apokalyptische Nether so aussieht. Das wäre auch mal interessant zu wissen. So. Diamanten, Diamanten. Natürlich ist es gerade Nacht. Okay. Trinium. Würde ich mal sagen, das Aluminium und das Gold. So, das werde ich hier schon mal reintun. Dann können unsere beiden Öfen hier schon mal ein bisschen Gas geben. Den Skull tue ich mal hier unten mit hin. So. Okay. Das kann ich mir hier gerade raustippen. Na, kriegen wir wieder Besuch? Tja, mein Freund, es ist ekelhaft, aber du wirst dich wohl dran gewöhnen müssen, dass wir erstmal von Zombiefleisch leben. Alter, wie übelst viele Zombies da draußen sind. Nicht schlecht. 3 Wolle. Mensch, warum habe ich nur 3 mitgenommen? Hellurintor. So. So, Gold tun wir mal hier unter das gute Eisen. Auf der Karte sieht es irgendwie so aus, als suchen die mich.
Mann. Was für ein Leben. In einem Bunker. So, komm Ofen, gib mal Gas. Ich glaube, ich brauche mehr Öfen. So, kann ich die hier auch burnen? Kann ich tatsächlich. Mal gucken, was da rauskommt. So, Lead-Ohr, das tun wir mal hier mit rein. Ich glaube, ich brauche mehr Öfen. Das dauert mir alles zu lange. Ich brauche mehr Öfen.